Es sind sehr viele Christen krank. Ich frage mich, warum? Es verherrlicht ja Gott nicht, wenn Christen krank bleiben. Es sind sehr viele Krebskranke, auch viele sterben dann dran. Ich frage mich, wie kann man das, woran liegt es und wie kann man es ändern? Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich, oder meine erste Antwort wäre, wir haben deswegen so wenig göttliche, übernatürliche Heilung, weil wir insgesamt in einem so niedrigen, erbärmlichen, geistlichen Zustand sind. Ja? Selbst wenn da einzelne Gemeinden dann doch ein anderes Niveau haben, aber wir leiden alle unter etwas, was über unserem Land oder über unsere Region ist. Und es ist einfach ein völlig anderes Maß von Glauben hier in unserem Land, als wenn du jetzt nach Afrika gehen würdest, wo Heilung eine ganz andere Selbstverständlichkeit sind. Ja? So, das hatte was damit zu tun, wie stark bricht die Gemeinde auch in der unsichtbaren Welt durch. Und flächendeckend würde ich sagen, pfingstlich-charismatische Gemeinde weiß so gut wie nichts von Epheser 6. Das ist meine Beobachtung, meine Behauptung. Das spielt im Leben des Einzelnen und im Leben der Gemeinde fast nirgendwo wirklich eine Rolle. Ja? Und dann ist die zweite Ebene natürlich gesunde Lehre. Ist das wirklich klar vom Wort Gottes, dass Heilung unser Erbteil ist, dass Heilung der Wille Gottes ist? Da gibt es ja auch so viel Durcheinander und Leute sagen, ja, zur Ehre Gottes ist der krank oder Gott wollte den nicht heilen oder irgendwie sowas. Wenn da nicht Klarheit ist, ja, weil jeder Segen von Gott kommt durch Glauben. Und wenn ich denke, ja, vielleicht hat Gott diese Krankheit dem gegeben, um dem eine Lektion zu erteilen oder sowas, ja, dann kann ja kein Glaube sein. So, also einmal die geistliche Gesamtatmosphäre, dann die Frage, was ist überhaupt die Lehre oder das Lehrverständnis des Betreffenden oder der Betreffenden. Und dann ein weiterer Punkt, dass es Hindernisse gibt für Heilung. Vielleicht das verbreitetste, häufigste Hindernis ist, nicht zu vergeben. Das ist einer der häufigsten Schlüssel oder Gründe, warum trotz Gebet und allem Salben mit Öl und so weiter Heilung nicht durchkommt. Es gibt einfach Hindernisse, auch Rebellion zählt dazu, aber ich glaube, ganz, ganz weit vorne ist Bitterkeit. Ja? So, das sind Dinge, die muss man beachten. Es gibt Hindernisse für Heilung. Es ist der Wille Gottes, aber es gibt eben Hindernisse für Heilung. Wobei, da will ich noch zusagen, niemals dürfen wir diesen Punkt benutzen, um jemand anders zu sagen, du glaubst nicht oder du hast Sünde und deswegen bist du nicht geheilt. Ihr Lieben, diesen Fehler haben wir schon hinter uns in den 80er, 90er Jahren, Wort des Glaubens, bitte nicht nochmal eine Neuauflage. Das brauchen wir wirklich nicht. Ja? Wo jemand besserwisserisch dahergeht und andere verurteilt, statt mit denen zu stehen, mit dem zu beten, mit dem zu fasten, einfach ihm das rüber zu brettern, ja, du glaubst einfach nicht. Ja, das ist hundsgemein und das darf nicht wieder vorkommen. Sowas geht überhaupt nicht. Ja. So, das wären so meine wichtigsten drei Bereiche, die ich dazu nennen kann. Okay?